Niobe war die Tochter des Phoroneus und der Kinna, die erste sterbliche Geliebte des Zeus und Mutter des Argos, die Tochter des Tantalos, welcher mit den Göttern speiste, und die Schwester des Pelops, die Gemahlin des thebanischen Königs Amphion, dem sie 7 Söhne und 7 Töchter gebar, und die schöne und stolze Königin von Theben. Stolz auf ihre zahlreiche Nachkommenschaft vermaß sie sich, sich der Latona gleichzustellen, welche nur 2 Kinder, Apollo und Artemis, geboren hatte und hinderte das Volk an der Verehrung dieser Gottheit. Zur Strafe für diese Überhebung und ihren Stolz streckten Apollo und Artemis an einem Tag sämtliche Kinder der Niobe mit ihren Pfeilen nieder. Die Eltern konnten diesen Jammer nicht überleben. Ihr Mann Amphion tötete sich selbst und Niobe, die der ungeheure Schmerz erstarren ließ, wurde von den Göttern in Stein verwandelt und in ihre alte phrygische Heimat am Berg Sypilos zurückgebracht. Aber auch der Stein hörte nicht auf, Tränen zu vergießen. Und so steht sie, zu Marmor gewordene Königin an der Wüstenklippe der lydischen Berge. Und Flüsse fließen an ihr vorbei, die Winde wehen, die Erde bebt und Stürme wirbeln, doch nichts kann ihr zu Eis gewordenes Herz zum Schmelzen bringen und die stolze Frau zum Leben erwecken. Ich hab was zu essen bestellt. Gleich kommen ein paar Leute, Weißwein hab ich dabei. Und es gibt Chicken Madras! Ich habe eine Putzfrau engagiert, eine Portugiesin. Sie wird morgen gegen 12 hier antanzen. Eine sehr nette alte Dame! Deine Decke wird übermorgen repariert. Ich habe eine Firma beauftragt. Dann gehst du bitte in die Sauna. Alles an Giften, was sich in den letzten 14 Monaten hier angesammelt hat, ausschwitzen. Danach gehst du bitte einkaufen und besorgst ein paar neue Kleider. Beim Anblick deines Bademantels wird mir übel. Dann gehst du bitte... Nein, Moment. Dann schicke ich dir 100 Lilien und Amarillen, damit dieser Gestank nach Medikamenten und was weiß ich noch aus diesem Haus verschwindet. Und dann ist auch schon Oktober. Und dein großes Konzert anlässlich deines Jubiläums. Und dann wirst du einen grandiosen Auftritt hinlegen und anschließend mit uns feiern. Und jetzt brauche ich erstmal einen Korkenzieher. Liv! Liv, du alte Frau aus Bewegung! Oh, okay. Korkenzieher? Korkenzieher. Ja, ist mir schon klar, dass das Ding irgendwo in deiner Küche rumliegt, aber deine Küche sieht nicht besonders einladend aus, weil sie sieht besonders furchteinflößend aus, um es milde auszudrücken. Und deswegen wünsche ich mir, dass du dort hingehst und ihn holst. Wärst du so nett? Tut nicht. Madame aus Paris in die eigene Küche zu schicken, so kommst du. Ich hab Streit mit Helene. Sie zickt rum und sagt, ich sei ein herzloser Mensch. Sie geht mir auf die Nerven, weißt du, als ich sie geheiratet habe, dachte ich, es würde gut gehen, weil sie so anders ist als... Moment. Als du! Trink, verdammt, wenigstens den Wein. So, ich dachte, es würde gut gehen. Ja, weil sie jung ist, weil sie leben will, weil sie überhaupt keinen Hauch von Zynismus besitzt, weil sie Marilyn Monroe als ein Idol ansieht, weil sie weiche blonde Haare hat und weil sie kochen kann und weil sie mich für gebildet hält und mein Leben für sinnvoll. Und jetzt färbt sich die Haare dunkler
mag Marilyn Manson und habe keine Lust, meine Küche zu stehlen. Was ist mit den Flügeln passiert? Wo ist der hin? Hast du ihn veräußert oder so? Oder? Im Keller. Halleluja! Sie spricht, Vater unser, im Keller. Also, das ist ja interessant. Und wie genau hast du ihn da runtergekriegt, wenn ich fragen darf? Ich will keine Putzfrau. Ich will, dass du direkt abwischt bist. Ich will, dass du verschwindest an deinen Chicken Butter. Und vor allem will ich, dass du dir irdische Feiern, die mit meiner Person zu tun haben, aus dem Kopf schlägst. Du siehst eklig aus, Liv. Deine Haare sind dreckig, der Mantel ist dreckig, das Haus riecht nach Tod und Verwesung. Also entweder holst du dir professionelle Hilfe oder du siehst dich selber aus diesem Dreck, ja? Du hast eine junge kleine Witzi, die nicht dreckig ist, die gut riecht und deren Geburtstag man mit großem Eifer feiern könnte. Feiern können sie doch sicher. Daher brauchst du dich um mich nicht zu schälen, ja? Mit deinem Sarkasmus lässt mich vollkommen kalt. Dein Zustand allerdings weniger. Deswegen solltest du mir endlich mal zuhören. Es ist 14 Monate her sein. Ist das lange? Ist das lange genug, meinen Tod zu beweisen? Ein Mann bedenkt, dass ich 15 Jahre mit dir verheiratet war und davon 13 vergeudet war. All deine Versuche, mich als den gescheiterten Ehemann darzustellen, rühren mich herzlich wenig, ja? Denn ich bin damit durch, denn im Unterschied zu dir bin ich damit durch und habe trotzdem ein Leben. Sei doch einfach still, Amy. Nein, du gehst jetzt nicht wieder hoch. Es kommen gleich Leute, es gibt eine Party, es wäre angemessen, sich zumindest kurz die Haare zu waschen. Du bist alt geworden, Amy. Tja, ja, so ist es nun mal als gescheiterter Ehemann, wenn die Ex-Frau vor dem sozialen und seelischen Abstieg steht, wenn die noch Ehefrau anfängt mit den eigenen Studenten. Du fehlst mir. Er fehlt mir. Mir auch. Mir fehlt das damals, mir fehlt deine Musik. Ich will, dass du das Ganze sein lässt, verstehst du? Dass du aus meinem Leben verschwindest. Dass ihr alle mich in Ruhe lasst! Mich nicht trauern dürfen. Es interessiert mich nicht mehr, was ich muss. Ich muss nichts. Nichts mehr. Ich will allein sein. Warum ist der Flügel im Keller? Ich würde dich allein lassen, wenn dieses Instrument. Instrument! Du hast 15 Jahre lang das Instrument zu dem gesagt, was mein Leben ausgemacht hat. Das hätte ich als Scheidungsgrund angeben sollen. Dann hätten sie uns manche Erklärungen erspart. Und diese blöde Floskel für den Persönlichen nicht verwendet. Auch manchmal bist du ein richtiges Missstück, weißt du das? Immer noch, du hast hellenischen Recht, das kann man nicht anders sagen. Verschwinder! Schrein! Ich will, dass du verschwinderst! Fertig, Blick, du bist so verdammt armselig geworden. Wenigstens besitze ich genug Würde, nicht mit deinen Studenten zu flirten. Und dann ist es nicht nötig, mir die Haare zu blondieren. Sie fährt sich ja nett. Umso besser, Amy. Hau ab. Nein, Liebchen, es gibt euch eine Party. Hm? Leute kommen und schicken Matratzen, erleben wieder einstigen Glanz erstrahlen. Wir werden wieder Privatkonzerte von dir zu hören bekommen. Wieder erfüllt Rachmaninoff dieses Haus. Ja, und langsam erwacht unsere Eiskönigin zum Leben. Das wird passieren.
dieser dominante Ton ist mit 41 etwas peinlich, Emmy. Nicht peinlicher als dein Absturz, mein Schwanz. So, eine Sache hätte ich noch. Vor ein paar Tagen kam ein junges Ding auf mich zu. Ich glaube, sie studiert bei uns. Sie meinte, sie wüsste, dass ich noch mit ihr verheiratet war und dass sie ein riesengroßer Fan von ihr sei, dass sie selber auch Klavier spiele, dass das Klavierspiel ihr Leben bedeutet, dass sie nichts anderes habe und... und so weiter und so fort. Sie hat mich nach seiner Nummer gefragt. Sie meinte, da du ja deine Karriere an den Nagel gehängt hast, könnte es doch sein, dass du Schüler annimmst? Unterrichten. Ausbilden. Gegen deine Magie. Nee. Magie? Ja, in ihren Worten die Magie. Nee, und? Was sonst? Selbstverständlich habe ich hier, pardon, deine Nummer gegeben. Also das wäre dann deine nächste Aufgabe, nebst all den vorherigen, die ich hier bereits aufgezählt habe. So. Alles, was ich von ihm weiß, erzählen.
Jeden Tag, den ich mit Ihnen verbracht habe, werde ich Ihnen schildern und Sie so von all Ihren Schuldgefühlen befreien. Ich werde Ihnen sogar beschreiben, wie er gerochen hat, wie er geschmeckt hat, wie er... alles. Und dafür komme ich dann jeden Tag hierher und Sie werden mit mir üben. Wenn ich nicht gut genug bin, können Sie mich rauswerfen. Sie brauchen mich nicht mit mir üben, wenn ich Ihren Ansprüchen nicht genüge. Dann komme ich hierher und erzähle Ihnen alles, was ich weiß an einem Abend. Aber vorher, geben Sie mir eine Chance. Sehen Sie, das war ja jetzt noch nicht mal 2 Minuten. Du bist dreist. Ich weiß, das hat man mir schon gesagt. Danke. Du kommst ohne einzuklopfen und stellst mir eine Bitte. Sie hat mir die Tür doch eh nicht aufgemacht. Sie kriegen schon mal an, mir Schuhe für den einzulegen. Und dann erwartest du, dass ich dich unterrichte. Nun ja. Ja, so ähnlich. Also hat... Ja? Nein! Ich werde Ihnen gar nichts erzählen. Ich werde Ihnen überhaupt nur etwas erzählen, wenn Sie mit mir üben. Jeden Tag. Warum ich? Weil Sie die Beste sind. Naja, Sie waren die Beste. Ich war? Sie haben doch gerade selbst gesagt, es sei aus mit der Musik. Ich bin jetzt nicht bei einem Klavier. Siehst du ja genau ein Klavier? Sie besitzen ein Steinway D274. Ich habe es genau gesehen. Auf ein Foto. Ein Foto, das Sie vor 10 oder 11 Jahren an Ihrem schwarzen Flügel zeigt, im Wohnzimmer. Ein Foto, das mir Henri gezeigt hat. Wie alt bist du? Darf ich sagen, wie alt bist du? 20. Ich werde im Februar 21. Will, dass du gehst. Denken Sie darüber nach. Hier, schreibe meine Nummer auf. Ich werde nicht anrufen, verschwinde endlich. Sie sind ganz schön herrisch. Henri hatte schon noch recht. Auch nichts. Hier. Wissen Sie was? Ich lege die Nummer einfach hier hin. Sie haben gefeiert. Ich feiere nicht und abgesehen davon geht das sich überhaupt nichts an. Ich könnte nicht verhaften lassen wegen Einbruch, wegen Ruhestörung. Klar können Sie, aber Sie vergessen, dann würde es öffentlich werden und morgen überall in der Zeitung stehen. Die Schlagzeilen, die lauten ungefähr so. Der tiefe Fall der Jahrhundertpianistin oder Genie und Wahnsinn, oder? Ich werde dich. Ich kann schon. Übrigens, schicker Bademantel, den Sie da anhaben, erinnert mich an die 20er. Meine Lieblingszeit. Hat sich Henri etwas gebrochen? Nee, nur verstaucht vor 10 oder 11 Jahren. Sein linkes Handgelenk beim Tennisspielen. Das Haus voller Medikamentengestank. So, ich denke, die Sache mit dem Laufen ist echt gut. Ich überlege, ob ich dieser Stadtmarathon mitmachen soll. Ich meine, es kostet was alles und jemand seinen Preis. Wir werden alt! Charmoni! Und irgendwann und irgendwie muss man dann all die Chardonnays und Pinots wieder wettmachen. Alle wundern sich von wegen. Wie machen Sie das, Herr Stein? Warum liegt bei Ihnen die Haut an der Kehle? Ich tue was dagegen. So einfach ist das. Halt die Kleine. Überhaupt, seit mir ein Tee? Ach, diese talentlose Klasse macht mich wahnsinnig. Eine Koreanerin oder Chinesin, deren Namen ich mir nicht merken kann, den Rest kannst du komplett vergessen. Spätestens jetzt weiß ich, warum ich mich immer geweigert habe, in der Aufnahmekommission zu sitzen. Da kommen einfach nur diese Kompromissmusiker. Und um die Quote zu halten, muss man irgendwelche Jungtalente annehmen. Frischfleisch.
Zu meiner Zeit war das anders, weißt du noch, Moni? Die Klasse von Kowalski, da wurde nicht lange debattiert, entweder warst du mehr als gut oder du warst raus. Jetzt dieses mit Samthandschuhen anfassen macht mich wahnsinnig. Deswegen sind die auch alles degeneriert. Da heult gleich einen, nur wenn man sagt, Mädel, geh nach Hause, schlag ein Lexikon auf, guck mal, ob es ein Dreivierteltakt ist und üb das für dich alleine. Ich bin dafür nicht mehr zuständig. Das hätte man dir in der Schule beibringen müssen, als du in der Schulband Tequila Sunrise auf der Yamaha gespielt hast. Ah, diese Nerven war ich so langweilig, Emil. Ehrlich mal, wir sollten gehen. Du kannst dich ja nicht gefahren, also werde ich uns zum Taxi bestellen. Und überhaupt, die Patientin schläft doch jetzt, oder? Also könnte man eigentlich das Zelt hier abbrechen und zu seinem eigenen Leben zurückkehren? Ich glaube, ihr wartet fast, dass man wegen ihrer Depression sein eigenes Leben so fest daraus macht. Weil man ja eh nichts Besseres zu tun hat, ne? Die Farbe steht dir. Danke, siehst du? Ich finde es ganz und gar nicht gut, dass ich jetzt so nett bin. Das macht dich seriös. Sag ich ja. Es macht dich alt, mehr nicht. Seit wann heißt du diese Jugendwahnsinn? Ja. Im Alter wird man sentimental allem Jugendlichen gegenüber. Geht's dir nicht auch so, Moni? Ich kann schon damit leben, dass ich nicht mehr 16 bin. Wenigstens hat man seine Ruhe. Kein Gefühlschaos mehr, keine Dramen, kein Geschrei wegen misslungener Frisur und weniger Sex. Ist doch gut. Weniger Sex? Sag das nicht. Also manchmal kommt der zweite Frühling in den 40ern und der ist nicht selten besser als der erste. Ach nee. Und ich warte dann noch eine Weile, oder wie? Emil? Emil? Na ja, was? Ich glaube, wir müssen sie mal allein lassen. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass sie eben für sich sein wird. Und sie hat genug motiviert. Ach, Liz! Ja, es geht ihr besser, ne? Sie hat die Putzfrau reingelassen. Ach, deswegen stinkt es. Und hat die Decke reparieren lassen. Ich habe eine Firma beauftragt. Aber nein, mal ganz im Ernst. Sie hat eine Schülerin und das Instrument ist sie dabei. Ja? Wo denn? Sie hat es in das leere Zimmer gestellt. In Henri's Zimmer? Eine Schülerin? Ach, was für eine Schülerin? Ach, ein junges Ding. Sie sprach mich an und deswegen... Ich meine, ich habe das noch nie gemacht in all den Jahren, in denen ich im Konservatorium... Also, ne? Nie. Aber als sie mich ansprach, da war sie so... Und da dachte ich, es wäre gut, wenn jemand an ihr dranbliebe. Und so habe ich gedacht, würde sie wieder anfangen zu spielen. Und scheinbar hatte ich recht. Und sie war wohl hartnäckig. Wunderbar! Das ist doch ein Wunder! Ja. Wahrscheinlich ist sie der riesengroßen Virtuosin in den Arsch gekrochen. Wie mich das Ganze langweilt. Dann geh! Dann geh doch nach Hause, verdammte Scheiße, wie wird sie anfangen, hält! Bitte! Sie wird gleich aufwachen! Und dann geht das Ganze von vorne los! Bitte keine Streit jetzt! Natürlich! Die liebe alte Moni, die gute Seele des Hauses, wie du es mal schaffst! Diese Güte, diese Konzentration, Moni, diese Güte, die kann in deinen Wahnsinn treiben! Warum bist du nicht Missionarin fürs Rote Kreuz geworden? Oder hast du als Nonne Karriere gemacht? Aus dir wäre mindestens eine zweite Mutter Teresa geworden! Ich kann deine Männer schon verstehen, warum sie alle abgehauen sind. Es ist nicht einfach, als Mann an deiner Seite, meine liebe Moni. Emil! Oder warum hast du keine Kinder adoptiert? Oder einen Demeter-Bauernhof aufgemacht? Oder alternative Medizin praktiziert? Ha? Warum bist du Managerin geworden? Von allen schönen Berufen, die es gibt auf der großen weiten Welt, sich den beschissensten, den ärmsten und den hinterhältigsten auszusuchen? Wolltest du etwas beweisen? Und hat dich die dunkle Seite der Macht doch noch ein wenig fasziniert? Ha? Emil, du gehst zu weit! Zu weit! Zu weit! Also, schau sie doch mal an, hier, das treibt mich einfach nur in den Wahnsinn, ja, wenn jemand einfach zu gut ist, denn die Welt ist nicht gut und vor allem die Menschen nicht, denn wenn sie gut wäre, dann müsste ich hier nicht im Haus meiner Ex-Frau rumhängen, die ihre Karriere an den Nagel gehängt hat, weil unser Sohn aufgehört hat zu atmen, weil der ganze Hirn aufgepressen wurde. Ja, wenn es so wäre, Moni, mein Liebes, dann müssten wir nicht so trostlos rumhängen und dann an der Dorn was vormachen. Emil. Okay, das geht jetzt wirklich zu weit, Emil. Zu weit! Schau dich an! Schau dich an! Diese bescheuerte Frisur, diese peinliche Aufmachung, wen willst du da was beweisen und vor allem wozu? Ach,
Schau uns an! Hier sitzen zwei alte, missglückliche Kreaturen, die ursprünglich mal zur Menschenrasse gehört haben mögen. Du hast dir einen weisen alten Mann gewünscht, der einem jeden etwas Brief verleiht, inklusive kleinen Ausflügen an die Côte d'Azur, der Jagens und Sonnenbademantel Paganini vorspielt und Vorträge über gute Brandys hält. Ein Mann, der nichts anderes von dir verlangt hätte, als schön und sanftmütig zu sein. Nein, du bist betrunken! Und wenn schon, ich gehe schließlich jeden Tag trainieren und meine Studentin glotzt mir nach wie vor auf den Arsch. Oh. Was soll ich was bedeuten, mein Liebchen? Emil! Ich denke, ihr sollt jetzt fahren. Ich würde hierbleiben und nach ihr sehen. Natürlich, liebe Frau. Natürlich bleiben Sie hier und schauen dann wieder hin, wie du sich das gefallen lassen von diesem Piranha. Eine Jahre, Moni. Was glaubt ihr eigentlich, dass sie ist? Dass es nur ihr wehtut? Dass sie die Einzige ist, deren Sohn tot ist? Denkt sie, das Ganze sei in ihrer Opern? Scheiß drauf, sie hat unser aller Leben ruiniert mit dem Gehabe. Scheiß auf Talent, das interessiert sowieso keinen mehr. Scheiß auf den Flügel und ich schicke sogar noch Blumen, damit ich sein Gestank aus dem Haus finden und sie aus ihrem Sarkophag raus und das Tageslicht kriechen kann. Du bist betrunken, du machst dich lächerlich. Still jetzt, merkst du nicht, das? Lass das bitte, komm! Olina, ich baue ihn nach Hause! Komm so, lass ihn doch! Ach, endlich ist das einen. Endlich mal was anderes als Chicken-Marasten-Amarillo. Du hast kein Herz mehr, weißt du das? Du bist aus einem Gletscher gemacht und dir bereitet es sogar Freude, Menschen verrecken zu sehen. Ich habe dich nie darum gebeten, mir Blumen zu schicken. Was? Er interessiert sich wenigstens noch für andere Menschen. Oh, darf er eigentlich noch selber sprechen? So, dann einen schönen guten Abend, meine Damen. Geh jetzt mit ihm! Hör mit mir! Nein, danke! Du hast deinen Flügel geheiratet, also rede mit ihm! Ich bin nicht dein Instrument, Liv! Und jetzt ist sie raus. Du bist... Nur weil du nicht mehr Klavier spielst, heißt es lange nicht, dass du jegliches Mitgefühl verlieren darfst. Mit der Romanze Gitto anfangen. Aber die ist doch vierhändig. Was war die Erfahrung? Keine Diskussion. Ich verstehe nicht, warum du ihn so sehr liebst. Du hast dir den spießigsten aller Komponisten ausgesucht und zu deinem Lebenswerk gemacht. Ja, du hast Jahre damit verschwendet, ihn zum Leben zu erwecken. Und wozu? Er ist ein hoffnungsloser Romantiker, der nie die Bahn der Harmonie verlassen, der sich nie in Gefahr begeben hat. Gut. Und du begibst dich in Gefahr? Kann ich was trinken? Tust du das? Cola? Hast du Cola? Ich trinke keine Cola und auch sonst keine gesüßten Getränke. Wasser! Aber ja, nimm es dir einfach. Meine Frage bleibt unbeantwortet. Nun ja, das Leben ist nun mal gefährlich, wenn man wirklich lebt. Da brauchen wir uns auch künstlich in Gefahr zu begeben. War ich gut? Du wirst nicht das Zuhören bekommen, das du hören willst.
du findest Rachmaninoff also spießig. Ja, absolut. Und wen möchte denn Madame gerne spielen? Ravel. Bitte. Ach, Ravel. Das ist doch nicht zu fassen. Wenigstens hätte so eine Antwort auf deinem Niveau geben können. Ach so, dann ist mein Niveau halt doch so hoch, dass ich Beethoven oder Bach oder mindestens Chopin hätte sagen müssen. Leichtigkeit und Größenwahn sind wirklich, Fräulein Küster, wusstest du das. Aber Ravel ist nun wirklich kein aufwendiger Talent in der klassischen Musik. Ich wusste nicht, was man eigentlich in Kompositionen bewältigen oder überwinden müsste. Während Rachmaninoff ein ansteigender Berg ist, den man andauernd bezwingen muss, um nicht abzustürzen. Ich habe ihn noch Vertreter gefunden. Ravel ist ein subtiles Genie, ein Verrückter, der sich niemandem entschlossen hat. Einer, der seine Versprechen nie einhielt. Jedenfalls nicht so, wie man das von ihm erwartet hat. Er war krank und er war allein. Und er war sich dessen bewusst. Und zwar bis zum Schluss, bis er ins Koma fiel. Das ist eine Stärke, die weit entfernt ist von Dreistigkeit oder Größenwahn. Dass man seine Werke verkitscht hat, weil sie niemand verstand. Das ist nicht seine Schuld. Er war so präzise wie kein anderer. Einmal, da habe ich mir in Paris ein paar handgeschriebene Notenhefte von ihm angeschaut und das hat mir den Atem verschlagen. Die Melodie, die war so kühn und so fein ausgearbeitet, du hättest die Akkorde mindestens 10-mal spielen müssen, um sie auch nur annähernd zu begreifen. Ich würde so gerne La Valse spielen. Ich würde es so gerne spielen, wie er es gespielt hätte, hätte die Vergessenheit nicht seinen Verstand geraubt. Das war ja eine schöne Huldigung. Da hätte sich jemand gefreut. Nimm mich ernst. Ich kann dir beweisen, dass er ein Genie war. Ich möchte nun meine Witz zeigen. Also manchmal bist du ziemlich direkt. Ich warte. Hier, setz dich noch. Das ist mein Haus. Mein Territorium. Und du bist nur Gast hier vorübergehend. Bis ich die Geschichte zu Ende gehört. Schön. Ich war bereits ein Jahr auf dem Internat, als er kam. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, was er getragen hatte. Wir waren beide 15. Henri hatte so ein schönes Gesicht, so unverbraucht. Alle anderen Jungs im Internat hatten es bereits geschafft, sich in debile, ekelhafte, ornanierende Monster zu verwandeln. Aber Henri war anders. Ich sah ihn in der Cafeteria, als er sich gerade etwas Pudding auf den Teller legte. Seine Bewegungen waren so zart, so behutsam. Ich beobachtete ihn eine Woche lang. Er fand nur schwer Anschluss, was auch kein Wunder war. Ich habe sie alle gehasst, Lehrer wie Schüler. Aber ich bin in den Internaten groß geworden und ich hatte gelernt, in ihnen zu überleben. Henri wirkte verloren. Irgendwann bin ich nach dem Schwimmen zu ihm hingegangen. Er war langsam gewesen im Wasser. Einige hatten sich über ihn lustig gemacht. Und er wirkte traurig. Henri saß in der Halle auf einer Marmorbank und trocknete sich gerade die Haare ab. Ich bin zu ihm gegangen, setzte mich neben ihn und er rutschte automatisch von mir ab und drehte den Kopf zur anderen Seite. Ich fing einfach an zu reden. Anfangs schwieg er. Er war erstaunt. Aber irgendwann merkte ich, dass er mich ansah. Ich weiß nicht, was ich mir davon versprach, aber ich wollte reden und ich wollte, dass er mir zuhörte. Ich erzählte ihm von meinem Leben und davon, dass ich all das hassen würde. Dass ich ihm sagen wollte, dass er nicht alleine ist. Dass ich gerne einen Freund hätte, aber einen, mit dem man wirklich reden könne. Als die Halle dann leer war, saßen wir immer noch da. Und er hörte mir zu. Ich bin dann weggelaufen. Schließlich ist mir klar geworden, dass ich fast eine Stunde lang ohne Punkt und Komma geredet hatte und dass der arme Henri fror. Am nächsten Tag suchte er mich in der Klavierklasse auf. Eigentlich boykottierte er den Klavierunterricht. Er sagte, er wolle kein Musiker werden und er sei hier nur bis zum Abschluss. Danach nehme er nie wieder eine Flöte in die Hand. Ich war erstaunt, denn er war fantastisch. Er galt als die Begabung schlechthin in der Flötenklasse. Aber als ich dann erfuhr,
wessen Sohn er war, stellte ich keine Frage mehr. Anders als für ihn war die Musik für mich immer die einzige Rettung, die einzige Sache auf der ganzen Welt, die allem einen Sinn verlieh. Er fragte mich, ob wir spazieren gehen wollen. Wir sind seitdem immer stundenlang spazieren gegangen. Henri hatte die ganze Gegend erforscht. Er kannte jeden Weg, jede Abkürzung. So fing es an. Ich muss jetzt gehen. Ich werde über die Romanze in G-Dur nachdenken. Aber bitte denk du auch mal dabei nach. Es ist mir ja nicht fertig heute. Du hast deine Unterrichtseinheiten und ich habe meine Erzähleinheiten. Ach, und übrigens, ich würde gerne wissen, ob die Tatsache, dass du deinen Bademantel abgelegt hast, etwas mit mir zu tun hat? Nein. Ich habe noch nicht vor, mit dir familiär zu werden. Und finde daher unangebracht, dich im Bademantel zu empfangen. Dann hat es ja doch was mit mir zu tun. Das freut mich. Ich werde üben jetzt. Du wirst noch sehen. Der Herbst im Anmarsch. Das Laub der Milderung als fette Cremeschicht auf der Haut. Aber sie ist gut, Simone, sie ist verdammt gut.
werde mit ihr arbeiten. Und dann will ich, dass du dich ihr annimmst, wenn alles gut läuft. Was versprichst du? Ich werde nach der Feier kürzer treten. Ich brauche meine Ruhe, es ist so. Aber so, damit du nicht arbeitslos in der Gegend rumsitzt und dich fertig machst, wirst du eine neue Karriere eignen. Du wirst sehen und hören, sie ist anders als... Als? Warte doch einfach, Liv. Du hast noch so vieles vor dir. Ich brauche dich, Tina. Ich kenne dich doch. Warum seid ihr alle so versessen darauf, dass ich wieder spiele? Ich habe erst in den letzten Monaten realisiert, dass ich noch mindestens 20 andere Leben mitgelebt habe. Dein Leben, Moni. Das Leben von Amy. Sogar das von Helene. Von. Bloß nicht das Leben meines Sohnes. Und nun ist er so, als wäre der Mutter zum Stillen geblieben. Und all die anderen Teilen würden ächzen und kreischen, um dieser Mutter wieder zum Laufen zu bringen. Wenn nicht grausam. Ohne alle die anderen Teile würde der Motor sich auch nicht fortbewegen können. Du warst Riederli! Und wir waren in all den Jahren diese Riede. Ja, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Aber es ist nun mal so. Und das hat nichts mit deiner Musik zu tun. Deine Musik trägt keine Schuld an seinem Tod. An seinem Tod. An seinem Tod. Warum redet ihr alle darüber, wie man eine Todesanzeige in einem Blatt, in einem billigen Magazin völlig anonym? Du bist manchmal ungerecht und auch ekelhaft. Warum so undankbar? Es ist nicht so gewesen. Wer glaubt denn, dass es sei? Und so ist es immer noch nicht. Wovon sprichst du? Ich habe nie mit jemand anderem einen Vertrag gemacht als mit dir. Ich habe meine Hochzeitsreise abgeboren, damals auf der Tour, als du krank geworden bist. Und ich habe das all diese Jahre so wenig Spuren hinterlassen. Diese Jahre haben mehr Spur hinterlassen, als mir lieb ist. Und nun versuchst du, alle die Spur zu verwischen. Das ist nicht machbar, Lieb. Er war das Einzige, das ich hervorgebracht habe. Moni, verstehst du das nicht? Er war der Einzige, den ich nicht interpretiert habe. Das einzige Original meines Lebens. Meine eigene Komposition. Hör auf damit! Ich werde die Feier verlegen und ich werde eine Pressekonferenz geben. Obwohl ich das für keine gute Idee halte, dass du auf einmal die Ravi spielst. Du machst dich lächerlich. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Das ist deine Feier. Entschuldigung? Hallo? Ja? Hallo! Ja, Simone, ja. Hallo, ja. Ah, ja, ja. 3 Spätabends, Spätsommer, der schon Herbst in seinem Bauch trägt.
Wofür? Der ganze Kühlschrank ist voller Colaflaschen. Es wird kühl. Eine Stunde Zeit. Wo bist du aufgewachsen? Internate, Privatschulen. Einmal war ich sogar auf einer Klosterschule der Heiligen Therese. Die Hochburg der katholischen Lehre. Ich mag die Kühle. Wenn die Hitze auf einmal wie weggefegt ist. Wie von einem Hauch. Oh, jetzt wird er dir also poetisch. Er hat Erdnüsse gemocht, hat Unmengen davon gegessen und wir tranken gerne Punsch zusammen. Henri war unglaublich, wenn er spielte. Aber er war so faul. Er hat Musik gehasst, weil sie ihm so leicht fiel. Weil sie in seinem Blut lag und er nichts dafür tun brauchte, um sie zu spüren. Um sie, die anderen, spüren zu lassen. Er war der beste Zuhörer der Welt. Auch was Musik betraf, er hörte jeden Fehler, den ich machte, jede Staccato, jede kleine überzogene Pause. Aber wir redeten nicht oft über Musik. Ich wusste, dass es ihm keinen Spaß machte und ich ließ ihn in Ruhe damit. Aber manchmal setzte er sich im Proberaum in eine Ecke und lauschte, wie ich spielte. Wir konnten stundenlang schweigen. Anfangs war immer ich es gegebete. Der arme Henri, ich glaube, er hätte meine Biografie schreiben können. Aber es macht ihm nichts aus. Er sagte, er möge es, wie ich die Welt sehe. Er sagte, ich sei verrückt. Mein Blick auf die Dinge sei verrückt. Ja. Aßen Pudding im Bett und rauchten manchmal heimlich auf dem Männerklo. Und diese Spaziergänge. Irgendwann fing er an zu reden. Es ist Frühling geworden. Wir waren im Park und wir schwänzten mal wieder die Musiktheorie. Henri sagte, er wolle unbedingt in die Wüste. Ich war erstaunt und fragte ihn, was er dort tun wolle. Und er sagte, hier sei es kalt, dort aber brenne die Sonne, sie verbrenne einen regelrecht. Ich sagte nichts mehr. Einmal grübelte ich mich für ihn. Jemand hatte ihn Schwuchtel genannt, weil er so klein war und so zierlich und immer so blass aussah in seinen schwarzen Klamotten. Sie wurden eigentlich nur geduldet. Aber diese verpickelten kleinen Wichser hatten Angst vor mir. Ich hatte denen ein, zweimal gezeigt, was Sache war, als sie mit so einem blöden Spruch daherkamen. Henri stand aber nur da, blickte zu Boden und murmelte irgendwas vor sich hin. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich hinter diesen Typen her bin und ihn von hinten umrammelte. Er fiel zu Boden, ich auf ihn drauf und eins und zwei und drei. Genau so habe ich zugeschlagen. Und ich sagte, Henri, komm her. Und er kam her und ich sagte zu dem Typen, ich hatte mein Knie auf seiner Brust, er solle sich entschuldigen. Und der Typ winselte, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, später am Abend sagte er dann, er hätte Probleme mit körperlicher Gewalt. Und was ich mir dabei gedacht hätte, und warum ich das getan hätte. Und ich war so wütend. Schließlich habe ich mich nur seinetwegen mit diesem Typen geprügelt. Und er sagte, das sei ordinär und billig. Und das war unser erster Streit. Ich blieb stur und ging auf mein Zimmer. Ich fand, dass er scheiße redete. Und Henri sagte wohl, dass ich falsch gehandelt hätte. 3 Tage lang gingen wir uns auf den Weg. Ja, er war schon sehr stolz. Aber dann habe ich ihn irgendwann nach dem Schwimmen in das Gebäude gezerrt und verlangte eine Aussprache. Henri sagte dann, dass es ihm leid täte. Aber dass es ihm Angst gemacht hätte, wie ich aussah und all das Blut und so. Ich sagte dann auch, dass es mir leid täte.
Ich meine, bei Henri war es nicht schwer, es tut mir leid zu sagen. Er war einfach so aufrichtig. Und ich glaube, wenn jemand so ist, dann kann man selbst gar nicht verlogen sein. Irgendwann fing ich sogar an, die Zeit dort richtig zu genießen. Es drehte sich alles nur noch um Henri. Und dann Schumann. Ich habe damals an seinem Romanzier gearbeitet. Sieh eine an. Henri hat Schumann gemacht. Nein, nicht wirklich. Er sagt, er sei Chauvinist gewesen. Aber wir sprechen uns lange über ihn. Henri hatte fabelhafte Kenntnisse von seinen Werken. Damals fing ich dann auch das erste Mal an, Fragen über dich zu stellen. Henri verhielt sich anfangs sehr distanziert und versuchte vom Thema abzulenken. Aber ich hakte nach. Ich war neugierig. Warum? Warum? Tja, du denkst jetzt bestimmt etwas Falsches. Du denkst, ich habe mich nur mit Henri angefreundet, um so an dich heranzukommen. Das ist widerlich, wenn du so etwas denkst. Ich habe nichts gesagt. Aber dein Blick reicht schon. Ich gehe jetzt lieber. Nein, ich... Ich habe das nicht so gemeint. Ich war einfach nur... Neugierig. Ja. Neugierig. Ich brauche noch eine Cola. Er hat schon mal gemocht. Ich glaube schon. Wenigstens war es der einzige Musiker, den er sich wenigstens anhörte. Durchgehend. Und bei dem er keine Langeweile verspürte. Aber ich glaube, Henri verbot es sich, irgendwelche Musiker oder Komponisten gut zu finden. Aus Prinzip. Er hat mir nie gesagt, dass er nichts mit Musik zu tun haben wollte. Ich hätte ihn nicht gezwungen. Ich glaube, dass er einfach wütend war. Wütend auf die ganze Welt, auf alle. Er war einsam, das war's. Letztendlich hätte er wohl alles gehabt, was ihr gemacht hättet. Ob Musik oder Mathematik. Ich glaube, er hat die Musik immer als eine Art Wesen wahrgenommen, die gemeinsam mit ihm um eure Liebe und Aufmerksamkeit wetteifert. Sieh mich jetzt bitte nicht so an. Tut mir so leid. Ich weiß, es ist so leer. Willst du eine Cola? Nein, keine gesüßten Getränke. Ja, keine gesüßten Getränke. Okay. Ich gebe ein Konzert mit dir, oder? Ach, Berlin. Es ist mein Jubiläumskonzert, das ich verschoben habe. Ich will, dass du alles zusammen der Walz spielst. Mit mir. Und ich will, dass wir es bis dahin gut erarbeiten. Mehr als gut. Was? Meinst du das ernst, Liv? Meinst du das wirklich ernst? Oh mein Gott. Geh jetzt und lass mich allein mit. Der Wind hat angefangen, mit dem Laub zu tanzen. Irgendwo kreischen Gespenster.
und die dann versucht hat, die Hand zu küssen. Oh, das ist lächerlich. Au, Gott. Das ist nicht lustig, es ist kalt. So ein kleiner Witz. So, was ist auf einmal in die Schifffahrt? Er will dich ins Bettchen kriegen. Und du flirtest noch mit ihm und... Das ist widerlich. Wovon redest du? Du brauchst es nicht zu leugnen, dass auch du was für die Jugend übrig hast. Hm? Mir musst du nichts vormachen, nicht? Wenn ich mit dir essen gehe und mich in deiner Anwesenheit mit Menschen unterhalte, heißt das noch lange nicht, dass du ein Recht hast, irgendwas in meinem Leben zu bestimmen. Und jetzt... Es ist unmöglich, mit dir etwas Schönes zu erleben, ohne dass es am Ende irgendwas Hässliches davon ist. Das ist eine wahre Gabe von dir, Amy. Ich hoffe nur, dass die arme Helene nach ein paar Jahren Zeit hat, bevor du sie zu abschauen gehst. Hast du nicht die gleiche Gabe? Was siehst du? Es macht mir das Leben zur Hölle, weil ich meine Ruhe haben will. Und dann komme ich mit dir zu deinen Freunden und versuche etwas zu genießen. Und schon wird mir das zum Vorteil gemacht. Was willst du? Genießen. Genießen muss nicht gleich springen heißen, Liebchen. Ja, du musst dich langsam wieder an Gesellschaft gewöhnen. 14 Monate sind eine lange Zeit in unserer schnelllebigen Welt. Wenn man dann nach solch langer Abstinenz wieder anfängt, sollte man das den ersten Abend noch beim Genießen belassen. Und was ich will, dass du ehrlich bist mit mir. Ausgerechnet. Du redest von Ehrlichkeit. Du bist verheiratet, Emil. Du hast eine andere Frau. Du hast die Scheidung gewollt. Vergiss das nicht. Du. Ja, ich habe geflirtet. Na und? Ja, ich will einfach leben dürfen. Na und? Du schläfst und wohnst mit dich mit einer anderen Frau. Was geht es dich an, wenn ich was habe? Du hast meinen Sohn dazu gebracht, mich zu hassen. Du hast dich als Märtyrer hingestellt und hast mir das Unglück dabei in die Schuhe geschmissen. Und dann tanzt du hier immer wieder an mit deiner Blume. Oh nein. Blöden. Hübchen hasst er. Frau. Und sagst mir, wie ich zu leben habe. Sagst du mir, ich sei unendlich. Was willst du? Er ist tot, verdammt, er ist tot! Und ich habe 3 Monate in seinem Bett gesessen und mir angeschaut, wer dahin vegetiert. Während du dich um deine Scheißstudenten und deine Scheißfrau gekümmert hast! Weil es ja so wichtig war. So war das von Elch. Und dann kommst du und predigst von Joggen und gesunden Leben. Aber was für ein Leben geht hier? Weißt du, das letzte Bindeglied unserer Beziehung ist tot. Und es gibt nichts mehr, was wir zu reden, was wir zu klären werden. Es war mein Fehler. Es war ein Fehler! Ich hätte dieses Haus mit dir niemals, niemals verlassen. Oh Gott, wie ich dich manchmal hasse, wie ich dich... Wie kannst du von Trauer reden? Wie kannst du von irgendwas reden? Als würde die ganze Welt dir gehören! Lindstein! Als gäbe es keine anderen Menschen außer dir! Du hast dich 3 Monate um ihn gekümmert, ja. Aber ich habe 19 Jahre mit ihm verbracht. Er war mein Sohn.
19 Jahre in den Sommerferien oder während der einen Woche in Weihnachten? Willst du das? Wir haben ihn ausgesehen. Du hast ihn nie haben wollen. Als Kind war er lieb. Als Junge war er fremd. Als Mann. Als Mann ist er komisch. Sein Leben hatte keinen Platz in uns. Und wir haben uns daran berauscht, wessen Musiktalent er nun geerbt hat. Wessen Augen hatte dein oder Mann. Aber es ist nie um ihn gegangen. Sei ehrlich genug, das einzugestehen. Das ist so ekelhaft, das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, wie eine Mutter solche Sachen... Das fällt mir auf! Das tut mir leid, den Auge sagt, dass ich von den Krankenwagen... Nein, nein, es geht den schon, das ist nur ein Kratzer. Nein, lass uns jetzt keine Hausreinigung. Wusste nicht, dass ich warte dich. Nein, sag ich, es ist alles in Ordnung. Mein du weißt doch gar nicht. Doch, ich weiß. Das ist die einzige Harmonie, die zwischen uns nie zerbrochen ist. Ich brauch das. Du hast eine 15 Jahre jüngere Frau zu Hause sitzen, die das bestimmt besser macht. Ich kenne mich nicht sorgen. Ich bin nicht mal nicht verletzt. Das ist nicht verletzend. Ich hatte es nie gestört, dass ich mich... Geh jetzt! Du wirst einsam enden. Du kannst nicht dein ganzes Wesen verleugnen und auf einmal eine andere Frau sein wollen. Du warst nie eine bescheidene Dame und du wirst es auch nie werden. Du warst nie eine geborene Mutter und du wirst es auch nicht mehr. Du warst nie besonders moralisch und es wird auch nicht mehr kommen, egal wie sehr du es versuchst. Wir leben immer die Konsequenzen unserer Entscheidung. Was einmal kaputt gegangen ist, kann man nicht mehr wieder reparieren, denn die Vergangenheit, die bleibt immer irgendwo als ein dunkler Schatten hängen. Du hast es gewusst. Du hast es gewusst. Du hast es gewusst, als Henri geboren wurde. Im Krankenhaus noch hast du gesagt, es wird nicht einfach. Und in diesem Satz steckt schon all das drin, all das, was es heute umgibt. Doch wir wollen nur nicht. Wir sind durch diesen einen Satz mit irgendeinem verdammten, verfaulten Seil zusammengekettet und können nicht voneinander los. Und ob wir jetzt weiterhin unsere Körpersätze austauschen oder nicht, es wird nichts an die Tatsache erinnert, dass wir verkrüppelte Schatten sind. Körpersätze austauschen und die Instrumente. Weißt du, ich benenne die Dinge so, wie sie sind. Eben du deine Zeit damit vergeudest, schnörkelige Umschreibungen für etwas zu finden, was weder schnörkelig noch schön ist. Mach's gut, Dave. Ist das ein Hypokrit, Frustrier? Ist das ein... Uiui. Ich hol dich morgen ab.
irgendwie so empfang, so gegen 7 und sie bitte irgendwas Dezentes an, es werden Fotografen da sein. Du ekelhaftes, arrogantes Arsch. Weil mein Klavier zu Hause nicht so gut ist und meine Arbeit darunter litt. Sie bot mir an, eine Weile hier einzuziehen und in ihrem Flügel zu üben. Und jetzt habe ich gerade etwas frei und dachte, dass ich was zu essen mache. Mhm. Haben Sie Hunger? Ich esse nur ungern allein. Aber das sind ja interessante Neuigkeiten. Sie müssen sie verzaubert haben. Sie hat dann schon Probleme, wenn ihre Freundin hier übernachtet. Aber das freut mich. Nein, Moment. Sie ist eine Art Ruhetempel. Daher. Sie scheinen ja aber echte Wunder zu vollbringen und dafür sind Sie Ihnen alle dankbar. Ach, ich bin es doch, die dankbar zu sein hat. Wissen Sie, Liv tut so viel für mich. Und ich bin natürlich auch stolz, dass ich die einzige Schülerin von Frau Stein sein darf. Simone sagte, Sie kannten unseren Sohn. Ja. Wollen Sie was trinken und bleiben Sie zum Essen? Es gibt Putenbrustpüree in Weißweinsoße und Rucola-Taschen. Eine Spezialität des Hauses. So, na dann. Wo ist Liv denn? Ach, sie ist mit Simone auf einem Opernkonzert. Wir haben sie überredet, hinzugehen. Sie hat Ehrenkarten bekommen und wir dachten, das tut ihr mal ganz gut. Ja, und woher kannten Sie Henri? Aus dem Internat. Das ist ja interessant. Wollen Sie nun was trinken? Ja. Ich habe Pinot Noir. Oh. Seit wann lagert Liv mein Lieblingswein bei sich? Das ist ja... Ach was. Ich trinke ihn auch unglaublich gerne. Es gibt nur einen einzigen Laden in der ganzen Stadt, der ihn direkt aus Straßburg importiert. Eigentlich wahnsinnig teuer, aber manchmal... Ja, sehr, sehr gerne. Das wird ja immer besser. Ah!
mit deinem Fuß. Und ich dachte mir nicht mal was dabei. Ist das nicht genial? So, wenn dein Klavierspiel so ist wie dein Essen, dann bin ich bereit, Ravel als den größten Komponisten der Welt anzuerkennen. Dann machst du es mir direkt ein Beethoven. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass auch in Ravel ein Stück von Beethoven steckt. Ein Stück von den Wahn aller verrückt gewordener Komponisten. Ah, deswegen, du magst wohl den Wahn. Man kann ihn nicht mögen. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Und du hast ihn. Nun ja, ich sehe das so. Für manche ist die Welt ein klares, überschaubares Tal. Für andere aber ist die Welt ein Tal, gebildet aus einem Abgrund nie enden wollender Tiefe. Trotzdem gelingt es einigen, diesen Abgrund zu überwinden und dann am Ende das Leben zu lernen. Und ich glaube, dass mir diese letzte Vorstellung viel näher liegt als die erste. Na dann, Prost! Auf dich, auf die Lebenspriesterin aus dem Nomadenland. Prost! Auf die Liebe, nicht? Die Liebe? Ja, schließlich ist sie doch der Grund, warum wir beide uns hier auf einem fremden Meridian treffen. Es ist ein fremdes Haus, ein fremder Tempel und zwei Fremde treffen sich hier. Und trinken zusammen. Willst du nicht eine Weile bei uns einziehen? Also bei mir und meiner Frau. Du kannst sicherlich auch ihn referieren. Prost! Auf die Liebe! Auf den fremden Meridian! Sie machen sich lustig. Ach, Liebchen, ich bin ein trauriger alter Mann. Trauriger alter Mann. Oh Gott. Der gerade an den Erfreuen einer jungen und wunderschönen Zauberin teilhaben kann. Ja, entfach doch nicht so schnell Streit, dann nämlich fängst du Feuer und verbrennst dich. Ich habe gehört, dass ihr Geigenspiel auch ziemlich feurig sein soll. Ich spiele nicht mehr. Ich unterrichte bloß. Wusstest du das nicht, Liebchen? Du bist doch sonst wunderbar über unsere Familie informiert. Oh doch, Herr Stein. Dieses Detail ist mir durchaus bekannt. Aber das Feuer, wissen Sie, das verliert man nicht mehr, wenn man es erst einmal gefangen hat. Ach, man kann aber den Verwendungszweck für sein Feuer wechseln. Und welchen Verwendungszweck hat Ihre Flamme? Vorsicht, du flirtest gerade mit dem Ex-Mann deiner Lehrerin. Ist das nicht etwas gewagt, sogar für deine Verhältnisse? Nun ja, wenn der reizende Ex-Mann zurückflirtet und wenn wir dabei so viele Gemeinsamkeiten entdecken, dann lohnt es sich doch. Herr Liebchen, du kennst mich nicht. Sie haben also Angst für Ihre Ex-Frau. Wer bist du? Was willst du? Oh,
gefragt, was ich will. Und ich sagte, nur eine Cola. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit nur eine Cola. So, und wer bist du? Liv kommt gleich, vielleicht mit Simone. Also entweder willst du dich anziehen und dich da aufs Sofa setzen oder ins Auto steigen und abhauen. Was geht hier vor sich? Gar nicht. Fandest du keinen Spaß? Ich mag deine Dörfer. Und was soll es denn auch sein? Ich meine, dieser verdammte Pinot Noir, der ist schon sehr appetitanregend. Geht es um deine Karriere? Denn wenn es darum gehen sollte, dann war das hier nicht besonders karrierefördernd. Wovon redest du denn überhaupt? Ich wollte dich einfach. Du bist schon ein komischer Vogel. Ach so, und apropos, Karriere fördern, war das hier sicherlich auch nicht für dich. Aber wir müssen ja nicht nochmal umgezogen, weil nicht. Ach, ein Spiel also. Du bist ja immer noch nicht angezogen. Ich meinte, das wäre sehr vorteilhaft. Für dich oder für mich? Wovon redest du eigentlich die ganze Zeit? Langsam werde ich echt wütend. Also wenn das hier ein Spiel sein sollte, dann... Ach, lieber Emil, warum so verkrampft? Hm? Es geht ums Fühlen, weißt du? Wie Ravel, er hat die Dinge auch immer angetastet. Also warum sollten wir es nicht tun? Und was das Spiel betrifft, das lerne ich doch von euch. Du hast deine Studenten und ich tue mein Bestes, um von deiner Ex-Frau das zu lernen, was ihr zwei so fabelhaft beherrscht. Also wo ist das Problem? Wir wollen uns einfach kurz herantasten, schnuppern, empfinden. Mehr nicht? Ach, und falls du dich nochmal an meinen Körper herantasten willst, dann bin ich morgen Vormittag die ganze Zeit alleine hier. Ein Hotelzimmer. Es schneit. Die weiße Schicht ist ein jungfräulicher Schleier, provozierend zum mit Blut beflecken. Lass Henri aus dem Spiel. Lass Henri aus dem Spiel, ja? Siehst du, ich kann doch nicht einmal mit dir reden. Sag doch einfach, dass du mich hasst. Ich hasse dich nicht. Ich bin zu keiner Gefühlsregung mehr imstande, das hast du selbst gesagt. Das ist ja wirklich so egal.
wenn ich gehe? Und wieso schleppst du mich dann hier hin? Na, was sollen wir jetzt hier? Wir werden uns nicht scheiden lassen, ja? Wir werden einen schönen Nachmittag zusammen verbringen, du und ich, wie früher. Hm. Und gleich werde ich dir jemanden vorstellen, ganz zauberhaft, du wirst begeistert sein. Was? Du bist mein kleines Mädchen, hm? Und das weißt du doch. Und ich fühle mich gut. Ich fühle mich, als wäre ich 17. Heute Morgen bin ich um die ganzen See rumgelaufen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr geschafft. Ah, und da kommt eine Überraschung. Emil? Vorsicht, Schuppe. Mademoiselle, hier ist Helene so schön wie die gleiche Namen. Ey, Emil, jetzt nimm mir das verdammte Ding ab hier. Alles gut, Helene. Ich habe dir deinen Lieblingswein mitgebracht. Veuve Clicquot. Emil sagte, den mögen sie besonders. Ja, da steht sie drauf. Weißt du noch, Helene, als... wirklich wunderbare Ideen, die Kind. Ja, die Lebenspriesterin aus dem... Was geht hier vor? Hallo? Emil? Glücklich aus. Jetzt ist sie schön, nicht? Ja, sie ist eine schöne Frau. Du auch? So? Wann sehe ich dich wieder? Ich muss üben für das Konzert im Februar. Es gibt mir nicht viel frei. Ich muss dich wiedersehen. Vielleicht müssen wir dich wiedersehen. Da wirst du dich wohl noch etwas gedulden müssen. Wie kannst du das? Was denn? Glücklich sein. Ich übe fleißig. Zu fliegen, weißt du noch? Dann hat man keine Angst mehr, abzustürzen. Woher kommst du? Erzähl mir von dir. Mach's gut, Emil. War schön. Okay, du bist verrückt. Wer war sie? Das ist doch jetzt unbedeutend. Wir sollten was essen gehen, ja? Ich habe einen Mordshunger. Der Schnee hat die Stadt in eine Sahnetorte verwandelt. Jeder schneidet sich ein Stück davon ab.
vielleicht mit dir arbeiten? Ja. Danach, wenn es gut war. Ich habe was zu essen gemacht, wenn du magst. Nein, ich mag nicht. Ich habe keinen Hunger. Wo warst du? Essen? Ohne wen? Hast du neue Verehrer? Da steht dir gut, dein Gesicht ist anders. Keine Privatismen. Willst du einen Schluck Cola? Wochen.
werde dir helfen, deinen Bett zu machen. Ich verlange nichts von dir außer der Einhaltung unserer Abmachung. Da war ein kluger Junge. Das habe ich ausgesucht. Ich habe dich gesehen, als ich 6 Jahre alt war. Du hast ein Konzert gegeben in der Philharmonie. An einem 15. Mai war das, ich erinnere mich noch. Du hast Bach gespielt, die Goldberg-Variation, das war großartig. In der ersten Reihe saßen Emil und Henri. Henri schien gelangweilt. Er spielte an Emils Krawatte rum und irgendjemand sagte, schau, das sind ihr Mann und ihr Sohn. Und er war so alt wie ich. Und ich war ganz verzaubert. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Alles, was ich wollte, war so zu sein wie du. Und er hatte dich. Er war dein Sohn, aber er wusste es nicht zu schätzen. Er langweilte sich. Ich habe ihm das niemals erzählt, weil ich dachte, dass er mich vielleicht fassen würde. Dafür, dass ich zu deinem Sohn liebe. Wie es sich anfühlt, so zu sein wie du. Beruhige dich bitte. Ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gekommen ist. Ich werde dich heute Nacht alleine lassen. Morgen bin ich pünktlich zum Unterricht wieder da. Warte. Sensation ihres Abends.
Also musst du hier unendlich viel an dir liegen, Schätze. Moni, ich habe einfach so viel Glück mit euch. Wenn du nicht zu geben hättest, wäre sie ja wohl nicht so verrückt. Also vermute ich, dass du ihr etwas Besonderes zu bitten hast. Und du? Was hast du ihr alles geboten, Moni, dass ihr ein schönes Leben zusammenarbeitet? Weißt du? Es gibt Menschen, die da sind, Dinge zu verändern. Menschen, die die Welt bewegen können. Menschen, die verrückt sind, weil die Visionen haben. Ich wollte immer eine von ihnen sein, aber ich war es nicht. Und habe mich in ihre Schatten begeben. Doch dann kommt der Moment, wo du erkennen musst, dass sie, denen dein ganzes Leben geopfert hast, auch nur Menschen sind. Die heulen und essen und aufs Klo gehen und oder Pisse besitzen und Tee und Kaffee mögen und Nierenbeschwerden haben und dann will man die Hände über den Kopf zusammenschlagen und alles bereuen, was man getan hat. Aber was einem gelingt, in ihnen weiterhin das zu sehen, was man vor Jahren gesehen hat, dann hat man es geschafft. Und du? Hast du es geschafft, Moni? Ich übe fleißig, Schätzchen, und du hilfst mir sehr dabei. Oh, sorry, Entschuldigung. Hallo, Simone-chan. Ach, du bin ich schon wohler. Zum Schoner. Okay. Ich muss jetzt los. Ach, übrigens, vielen Dank für das Kleid. Das ist bezaubert. Nicht Rede wert. Ich war sogar neidisch. Ich glaube, sie wollte, dass ich es ihr schenke. Ach was, dann sehe ich es doch glatt im Konzert an. Ja, mach das. Weißt du, ich habe es gesehen und dachte, das ist Monis Ding. Oh, du siehst gut aus. Vielen Dank.
Du machst Komplimente, die du zum Essen ein und hast sogar Wein. Also ich bin echt sprachlos. Womit habe ich das verdient? Also ich glaube, dass ich glücklich war. Ich fühle mich gut. Ich freue mich auf die Musik. Ich freue mich auf Samstag. Es erscheint mir, dass die Dinge nur zu den Laufen. Henri. Ja, er war glücklich. Er hatte drei wunderbare Jahre in ihm. Wunderbar. Von deren Existenz wir gewusst haben. Und an denen wir uns beteiligt haben. Aber er hat es nicht. Und woher weißt du das? Ich kenne jemanden, der diese drei Jahre mit ihm geteilt hat. Und der viel dazu beigetragen hat, dass sie schön war. So, das ist ja interessant. Von wem redest du, wenn ich es erfahren darf? Bitte, lass uns das für mindestens eine Viertelstunde. Wenn wir von Henri reden, aufrichtig zu sein. Redest du von deiner Meisterschülerin, bitte? Ja, ich rede von Lore. Und Lore hat dir das alles erzählt, hm? Sie ist erst eine Freundschaft und danach eine liebe Beziehung. Ja. Und warum war seine Freundin nicht bei seiner Beerdigung? Oh, ich habe zu spät davon erfahren. Sie will es mir nach dem Konzert erzählen. Jetzt sind wir täglich in Krachmarin auf dem Verwelt. Und ich muss dir sagen, dass Laval ein unglaubliches Potenzial in sich hat. Casino ausgesucht. Ravel als den krönenden Abschluss. Ich habe ihr erlaubt, etwas von ihren Lieblingsmusiken zu spielen. Sie wollte Ravel. Sie liebt ihn. Melancholiker. Sie liebt ihn. Schumann, Schubert, Beethoven. Auf alle Fälle hat sie eine großartige Interpretation des Stückes richtig bezaubernd. Die Melancholiker und die Wütenden. All diese Komponisten endeten im Wahn oder im Selbstmord. Nennen Sie das Melancholie und Wut? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich will einfach nur meinen Frieden schließen mit dir, mit allem, was war. Ich will wieder schließen. Frieden schließen? Was geht hier vor sich? Hast du Briefe von Henri gefunden? Hast du Fotos gesehen? Irgendwas, was du weißt? Das meine ich! Es darf in deiner Umgebung nichts Schönes existieren. Alles muss sofort festlich werden. Wieso nimmst du das nicht einfach so hin und freust dich, dass unser Sohn wenigstens von jemand anderem etwas bekommen hat, was wir ihm nie haben? Er hat einen verdammten Tumor an seinem Hirn, verdammte Scheiße, so groß wie diese Faust hier. Und das nicht, weil wir ihn nicht genug geliebt haben und nicht, weil er keine Freunde hat oder das Flötenspiel hat, sondern weil nun mal Menschen krank werden. Und wir keine Auskunft darüber haben, warum. Es waren nicht wir. Es waren weder du noch ich. Und wenn wir Frieden schließen, dann aus diesem Grund, um seine Freiheit zu akzeptieren, ihn gehen zu lassen. Keine Reue, keine Selbstvorwürfe und keine fremden Mädchen, die ihn angeblich glücklich gemacht haben. Er war traurig. Ja. Er war schweigsam, nicht besonders offen. Er war aber auch fröhlich und ungehorsam, wie jedes Kind. Er war laut und leise und wir sollten aufhören, ein Phantom aus ihm zu machen. Wir sollten aufhören, in Selbstverläufen Erlösung zu suchen. Und so könnte man Frieden schließen. So könnte man ihm die Ruhe und Würde geben, die er verdient. Aber nicht mit diesen Phantomgeschichten. Das reicht. Kapier das, Liv. Du bist... Wie kannst du das sagen? Was machst du dir vor? Kennst du dieses Mädchen wirklich? Ich meine, mag sein, dass sie ein großes Talent hat und mag sein, dass der Bolero zu einem Kammerkonzert taugt, aber was hat das alles mit Henri zu tun? Sie war deine Freundin, verdammt doch mal! Deine Frau. Was für eine Frau, Liv? Was für eine Scheißfrau? Sie hat ihn geliebt! Sie weiß alles über Henri, im Unterschied zu dir. Zu mir. Sie hat drei Jahre mit ihm getan, verdammte Scheiße! Ich kenne sie. Ich sehe, dass sie da ist. Dass alles wieder gut wird. Dass sogar Simone auf einmal strahlt, dass ich wieder spiele. Aber hast du dich schon mal gefragt? Ist alles nur passiert, weil sie erzählt, weil sie sagt, dass sie Henri geliebt hat? Hm? Ist es vielleicht so, dass wir uns wieder was vormachen, wie in den langen Jahren unseres trauten Beisammenseins? Ha? Liv? Ist es vielleicht so? Und nicht, weil sie ach so toll und ach so begabt ist? Der Spinner, geh! Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber es geht nicht! Es geht nicht mit.
dass dir etwas oder jemand wehtut. Das ist alles. Du willst nicht, dass mir... Das ist absurd! Ich habe mich einmal mit ihm unterhalten, kurz bevor er erkrankt wurde, weißt du, und da sagte er zu mir, es habe ihn verletzt, dass ich so unerwartet die Scheidung eingereicht hatte, und da hat mich gefragt, warum ich es denn gemacht hätte, wo ich ja vorhatte, weiterhin so viel Zeit mit ihm zu verbringen. Und weißt du, was ich ihm gesagt habe, Liv? Ich habe ihm gesagt, ich habe mich von dir scheiden lassen, weil ich vor allem gemerkt habe, dass ich doch nicht ganz tot bin. Und da hat er mich erst verwirrt angesehen und dann gesagt, ja, vielleicht wird sie es eines Tages verstehen. Vielleicht wird sie eines Tages einsehen, dass es alles nicht nur so ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Familie sind. Vielleicht kommt der Tag, an dem man nicht mehr abzustürzen droht, wenn man fliegen kann. Wovon sprichst du? Ich habe dich nicht kennenlernen dürfen, Liv. Ich kenne dich nicht. Ich habe das gemerkt und bin gegangen, weil ich mein Leben mit keiner Fremden teilen konnte. Ja, vielleicht hast du recht. Wir haben uns nie gekannt. Vielleicht kenne ich dich auch nicht. Du mich nicht, die Henri nicht, er uns nicht. Vielleicht kann man sich nicht kennen. Wenn man aber vergletschert ist, so wie wir es waren, dann kann man auch bleiben. Nun, ich konnte es nicht. Du kannst bleiben. Ich bin nachgeleitet. Und wo ist die Lebensdienerin aus dem Nomadenland? Wer? Naja, sie ist doch in den letzten Monaten zu so einer Art Lebens- und Liebeserhalterin in unserem kleinen Reich geworden. Das hier habe ich wohl auch hier zu verdanken. Aber das werde ich nicht. Wie bitte? Wenn du die Körperseite mit mir austauschen willst, dann solltest du wenigstens so viel Anstand besitzen, das zu eigenem Antrieb zu tun. Du bist noch angekrochen, aber ich kenne dich. Wenigstens aus eigenem Antrieb. Getragen von deinen Auftritten. Das will ich aber nicht mehr. Was ist bloß in dich gefahren?
Bist du verliebt? Vielleicht. Bitte? In wen? Ach, in Rebell, in Musik, in mein schönes Haus, in dich. Ich würde mich sogar gestern mit Helene unterhalten. Ich weiß es doch auch gerne. Ich freue mich. Es wird wundervoll. Boah, die Helen, sagt Ihnen alle Angebote an. Eine Tournee des Lochers. Und ich bin eine Lore mit. Was schaust du mich an? Das ist mein voller Ernst. Und ich trage morgen bestimmt nicht schwarz. Merkt ihr das nun? Ich trage blau, rot, blau, grün, was auch immer. Aber kein Schwarz. Was macht ihr bloß, wenn ihr hier allein seid? Wie meinst du das? Was macht dieses Mädel mit dir? Was redest du da? Wir üben. Wir reden. Wir essen und trinken zusammen, wir gehen aus. Wusstest du, wie viele schöne neue Lokale hier in der Gegend aufgemacht haben? Richtig bezaubernde Lokale. Wir müssen unbedingt mal hingehen. Alle zusammen. Du, Pickrat. Vielleicht kommt Emil auch mit. Ich habe das Gefühl, du schießt allzu hoch. Kann das sein? Ich schließe nicht dich. Ich fliege vielleicht ganz hoch als hier. Na, und? Wenn nicht, oh. Wir trinken auch den Champagner. Hast du das nicht gemacht? Komm! Hier, Willi, zieh mal das an, bitte. Das ist grau, aber nicht in schwarz. Und du bist nicht mehr in die Alte, die du mal runterhaben sollte. Wenn man am Ende dazu noch Radiospiele will. Oh, du bist verklemmt, Molly. So verklemmt. Gleich. Wir müssen unbedingt etwas zusammen unternehmen. Und ich. Ich habe dich wohl etwas vernachlässigt. Oh, bitte! Zieh das endlich mal an und werd bitte stehen! Du machst mich nervös. Oh, nee. Du musst morgen fit sein. Sehr fit, Willi. Es ist eine Weile hier, seit du öffentlich konzertierst. Oh, ich werde gut sein. So gut wie nie. Ach, die Pläne ist auch nicht. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Hast du dir auch geglaubt, was ich dir gesagt habe? Ich habe dir einen Teil ausgesucht. Ja, Madame, alles dabei. Schau, aber hier, zieh erst mal das an. Sonst bin ich auch wieder zurück. Rot? Ja. Das war ungefähr deine pure Aussehen. Treten nicht durch, ja? Du benimmst dich wie ein pubertäres Ding.
vom Zelt lief. Und du warst zu lang und wie zum Fenster, als dass du dir das leisten könntest. Ach, komm! Ravi, als konnten Abschluss in diesem roten Kleid, das nur ein Dort, Moni! Halt die Klappe! Halt damit die Klappe! Lass uns bitte leiden. Leg da. Was fällt dir ein, Simon? Diese Bemutter, das ist lächerlich. Gerade wenn ich keine 20 mehr bin, na und? Bin ich nicht mehr gut genug für dich? Mach, was du willst. Ich hab dich gewarnt. Ach, Moni, komm bitte, sei doch nicht so. Was soll das? Führst dich auf, als wärst du ihr Tochter? Aber das bist du nicht. Das bist du nicht, Lola! Ja, geh, Simone. Das ist dir so ähnlich. Geh, geh los! Komm, sie kriegt sich schon wieder ein. Wir müssen proben, Liv. Und dann gehen wir was trinken, ja? Ja, jetzt schon. Aber zieh dir bitte das Kleid an. Ich will dich sehen. Genau so ein Kleid habe ich bei meinem allerersten Konzert getragen. Ich weiß. Er hat mich verlassen, weil ich gesagt habe, dass ich zu dir will. Dass ich immer hier hin wollte. Er hat mich verlassen, weil er glaubte, dass ich ihn nur nahm, um bei dir zu sein. Er hat mir verboten, je wieder in seine Nähe zu kommen. Und dann hat auch mein Beiner. Und warum bist du jetzt? Weil ich dich... Keine Privatismen, weißt du noch? Das sind keine Privatismen, Liv! Weil ich dich... Lore, komm. Lass das. Schau mich an. Sag mir, dass ich nur hier bin, weil er dazwischen ist. Sag es mir und ich gehe. Ich gehe sofort. Lore, bitte lass das. Sag es mir! Ich weiß es nicht. Dann ist es also sinnlos. Nein. Es ist nicht nur wegen. Es ist nicht nur wegen Onkel. Lass uns gehen. Was ist denn? Wir müssen gleich los. Ihr habt Zeit, der Wagen ist noch nicht da. Okay, kurz, aber ich bin eigentlich gerade nicht besonders aufnahmefähig. Das wirst du schon noch aufnehmen können. Was soll das? Es gibt keine Lore Levina im Internat. Zumindest nicht an dem unser Sohn war. Und es gibt auch keine Lore Levina in Karls Klasse. Niemand am Konservatorium kennt dich, niemand am Internat kennt dich. Und ich habe deine Adresse überprüft und die stimmt auch nicht. Du warst niemals in Henri's Nähe. Ich habe Bekannte im Polizeipräsidium und ich werde ein paar Erkundigungen über dich einholen. Es hat wohl Zeit, auch dich kennenzulernen, nicht? Ich habe niemanden angelogen, Emil. Ich habe lediglich das getan, was von mir erwartet wurde. Mehr nicht. Daher wäre es nun nicht besonders ratsam, lieber Emil, ein Gespräch mit ihr zu führen. Denn letztendlich könnte auch ich ein ähnliches Gespräch mit ihr führen. Oder mit deiner jetzigen Frau.
und von den vielen verschiedenen Hotelzimmern erzählt oder von deinem plötzlichen Interesse an sexuellen Aktivitäten, nicht? Alles andere klären wir zwei dann besser nach dem Konzert. Was macht ihr da? Loro, du zerknüllst dein ganzes Kleid. Das Mädchen doch mal aufstehen und bring dir verdammt auch mal deine blöde Krawatte. Rasenkrawatte, wenn du weißt, was du nicht. Irgendwo sind deine Fliege von dir rumliegen. Schau doch mal jemand den Schrank. Wow, in Rot. Was habe ich dir gesagt, Inge? Schau euch die Diva mal an. Das ist echt verrückt, dieses Dekolleté. Hättest eine etwas geschlossenere BH anziehen können, Schätzchen. Ach so. Wie gefällt's? Steht dir das? Imme, sag doch was. Imme, was ist los? Imme? Wo ist los? Wie ist denn los? Du bist schon rausgegangen. Können wir kurz reden? Geht schon mal raus, ich komme. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich komm, das hat mich die Zeit. Ich komm gleich auf die Bühne. Liv, bitte. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir reden nachher, ja? Thank you.
Setz dich. Was ist mit dir, Liv? Setz dich! Ich weiß dir doch alles Bescheid. Ich habe mit Emil gesprochen. Nun sitze ich hier und überlege seit Stunden. Was will jetzt machen? Oder wie auch immer du heißen magst. Emil, hat er dir auch erzählt, was für eine Menge Spaß er mit mir hatte? Er und seine Frau? Ist dir klar, dass ich dich verhaften lassen könnte? Dass ich mit dir quasi alles machen könnte? An deiner Stelle würde ich das Maul nicht allzu weit aufmachen. Anscheinend nicht, was? Wie viel Spaß sie doch hatten in den vielen dekadenten Hotels. Ja, mit offenen Augen, mit verbundenen Augen, im Bad, unter der Dusche. Ja, das mochte er am liebsten. Und seine Frau, sie kichert immer, wenn man sie da unten berührt. Wovon redest du? Sie hatten eine Menge Spaß. Ich heiße Lore. Nur Lore. Ich habe mir Levin ausgedacht. Ich dachte, das passt ganz gut zu mir. Es klingt zwar nicht so erhaben wie die Steine sicherlich, aber etwas in der Art. Wer bist du? Was hast du mir angetan? Ich dir, Liv, ich habe dir doch nur das gegeben, was du dir gewünscht hast, mir nicht. Und wohl nicht nur dir, ihr alle scheint doch Gefallen an mir gefunden zu haben. Sogar Simone läuft seit kurzem in einer etwas schickeren Aufmachung rum, falls dir das aufgefallen sein sollte. Und Helene, sie hat es sich anders überlegt und die Scheidung doch nicht eingereicht. Ja, seit ihr gemeinsames Sexleben besser läuft, will sie doch bei ihm bleiben. Früher, da sah das ja etwas anders aus, falls du dich erinnerst. Im Sommer. Es lagen so viele Trümmer hier drin. Und es roch in diesem Haus so stark nach Verwesung. Und schau, nun laufen sie auf Blumen. Und du trägst Rot und dein Bademantel liegt irgendwo in der Altkleidersammlung. Und wir hatten Beifall heute. So viel Beifall. Es ist dir wirklich wert, das alles aufzugeben. Nur weil ich gesagt habe, ich hätte deinen Sohn gekannt. Was macht das denn für einen Unterschied? Ob ich ihn kannte oder ob ich dich kenne. Ob ich ihn liebte oder ob ich dich liebte. Ob ich ihn küsste oder ob... Bleib da stehen! Ja, nicht in meine Nähe. Du ekelst mich an. Du bist verrückt. Liebte und lieb. Kannte und kannte. Hast du jemals so etwas empfinden können? Wenn man Emil zuhört oder Simone, dann scheinen sie alle bei dir zu kurz gekommen zu sein. Sogar dein Sohn kam erst nach Hause, als er nicht mehr richtig sehen konnte. Woran liegt das wohl, Liv? War es schon immer der liebe Herr Rachmaninoff, dem du das geben konntest, was er so sehr gebraucht hat? Zerspiel! Ja, was denn, Liv? Hast du auch nicht verbrochen? Du willst meine Biografie kennen, es ist das. Kennt man sich besser, wenn man Fakten aus anderem Leben weiß? Ja? Weißt du zum Beispiel, dass deine liebe Moni nachts öfter ihre Ex-Männer anruft, schweigt und dann auflegt? Dabei kennt ihr euch doch so gut. Oder weißt du, dass Emil, wenn du nicht da bist, an deinem Kleider riecht und dann weint? Oder dass er manchmal mit dem Auto in dieses Haus herumfährt, nur um das Licht hier brennen zu sehen? Oder dass deine Frau, die du ja für so dumm hältst, heimlich Arien aus Carmen singt und das gar nicht mal so schlecht? Weißt du das mit, hm? Und Tori? Ja. Er hat bestimmt geliebt und geküsst. Und bestimmt hat er mal jemanden verärgert. Oder sich geprügelt mit einem Betrunkenen in der Bar. Und bestimmt hat er Blöte gehasst. Und bestimmt kannte er auch das Waldgrundstück um sein Internat herum. Denn der Ort, da ist ziemlich öde, ich kenne ihn nicht. Da kann man nicht viel machen. Da geht man eben spazieren. Wir wissen voneinander doch immer nur die Dinge, die wir wissen wollen. Fürs Weitere, für alles Weitere brauchen wir Liebe, Liv. Liebe, damit man weitersehen kann, ist nur bis zur Oberfläche. Und ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Wovon redest du? Was für ein Liebe? Du hast uns alle und einander herumgeführt. Und du glaubst, du kennst uns. Du kennst mich. Du machst dir an, mein Leben zu durchschauen. Über mich zu urteilen. Mir zu sagen, dass ich nicht liebe. Dass ich Dinge sehe und weiß, wo ich bin. Ich habe dir alles gegeben. Und jetzt werde ich etwas zurückfordern von dir. Wenn du glaubst, dass du so einfach davon bist, dann irrst du dich. Ich habe doch nur gewollt, dass du mir zeigst, wie man so spielt, dass alles andere unwichtig wird. Dass man weder Leben noch Hassen noch irgendetwas empfinden kann, weil man alles, einfach alles im Leben findet, was man gerade spielt.
wenn man den winzigen kleinen Tasten alles gibt und nichts für sich zurückbehält. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Das wolltest du. Und deshalb sprichst du mit meinem Mann? Deinem verheirateten Ex-Mann. Deshalb sprichst du mit seiner Frau? Die immer die Augen verbunden haben muss, wenn der alte Sack jemanden an sie ranlässt, damit sie ja nicht auf dumme Gedanken kommt und ihn verlässt für eine junge, straffe Frau, die ihr all das auch mit offenen Augen geben könnte. Deshalb schnüffelst du meiner besten Freundin hinterher? Die ihr gesamtes Privatleben an den Nagel gehängt hat, weil sie nur eine Managerin nicht reichte und die nun mehr als alles andere fürchtet, dass du rot trägst, dass du ein neues Leben beginnst, ein Leben, in dem sie keine Rolle mehr spielt und du dich deswegen so sehr hast. Und deshalb erfindest du Geschichten über meinen toten Sohn, der erst nach Hause kam, als er nicht mehr richtig sehen konnte. Was willst du? Wer bist du? Woher weißt du das alles? Liv, lass mich da, lass mich bei dir bleiben. Ich werde dir alles erzählen, was du wissen musst, damit du mir glaubst. Ich werde alles spielen, was du spielen willst. Ich werde... Lass mich bei dir bleiben, Liv. Hier bleiben. Und so werden wir ich. Gut. Fantastisch, das machen wir. Das machen wir genauso. Aber erstmal machen wir das andere. Erstmal machen wir was ganz Aufregendes. Du liebst doch aufregende Sachen. Das machen wir alles. Und du wirst mir deine Liebe geben. Eine große, allumfassende Liebe. Mit der du mich belogen und mein Leben ruiniert hast. Mit der du alles kaputt gemacht hast. Die will ich gerne. Und noch mehr, noch etwas mehr. Trinken wir aber diese Flaschen leer. Du liebst doch Champagner und Pinot Noir. Ich liebe den Cola, Liv. Natürlich. Zumindest hast du über Monate etwas anderes bewiesen. Dass du ganz schön trinkfest bist. Dass du ganz gerne einen Gießbein gesammelt bist. Komm! Komm, Liv. Wir spielen jetzt ein Spiel. Komm, Mädchen, steh auf. Wir spielen jetzt ein aufregendes Spiel zu Ende. Besser so? Schmeckt besser als Cola, sagt die Frau. Jetzt ist gut, es reicht. Kein Alkohol mehr, lass die Flasche stehen. Gut, so brauche ich mich. Du bist betrunken. Du, keine Privatismen, sag ich doch nicht. Du bist so kalt. Lag es wirklich an deinem Sohn? Hast du schon ja, mein Sohn, der uns die Krankheit erheiligt. Wie fantastisch du doch informiert bist. Da ich nun deine Liebe kenne. Und da du dich all die Monate für so schlau gehalten hast, wird es wohl Zeit, dass ich mit meinem Trunk. Bin ich dumm, dass ich nicht viel früher bemerkt habe, dass wir dieses tolle Spiel. Aber wer weiß, vielleicht lege ich jetzt richtig los und dann... Ja, bitte! Henri? Er hat uns unsere vier Monate verheiligt, nachdem er es erfahren hat. Ich habe ihn abgeguckt. Er hatte nicht mit mir geredet, der gute alte Henri. Ich habe ihn nie gezwungen, Flöte zu spielen. Und Henri hat Wetter gehasst. Daher war er nicht spazieren gegangen. Und er hätte auch bestimmt niemanden geprügelt. Er hat Ekel vor der Kölscher gehabt. Das hast du schon richtig erraten. Und er hätte dich auch bestimmt nicht so oder weiter was nicht. Der Anfang den Häusern? Dann blöd. Ach, Liebchen. So einiges weiß ich doch noch von meinen Mitmenschen. Wie du siehst. Er hat mich nicht gehasst. Er hat nur nicht gewusst, wie sehr. Ich
werden das selten zeigen. Aber am Ende, da habe ich es gut gemacht. Er kam, legte sich in mein Kinderzimmer und sagte: Mama, ich will nicht mehr. Und ich wusste, dass es nicht mehr lange gehen wird. Und ich sagte, drei Monate lang, der liegt, der kaum mehr atmen konnte, der immer wieder in Ohnmacht fiel und ich immer wieder bitten musste, dass er daraus erwacht. Wo sagt ihr dir zu, bei einem sehr, sehr jungen Menschen, das ist ein sehr, sehr böses Küchen. Das gehört aber wohl nicht zu deinem Wissensspektrum. Eine Sinnlichkeit war geschwächt. Er hatte Dämmungserscheinungen. Es war so spät. Schon so spät. Als ich in die Klinik kam. Es tut mir leid. Bitte. Nein! Das wirst du dir noch ein Hörer müssen. Das Märchen erzählen wir noch zu. Das schließt noch nicht aus. Du solltest über Henri reden. Dann reden wir über Henri. Liv. Ich habe an deine Geschichte so sehr glauben, dass ich daran geglaubt habe. Auch wenn sie so nie hätten stimmen können. Sie waren so schön, dass ich gern meinem Sohn diese 3 Jahre gegönnt hätte. Und nun ist das voll vorbei! Natürlich hast du mir geglaubt. Ich habe nicht gelogen. Das ist doch ein Spiel, Spieler andere mit hineingezogen, die damit nichts zu tun hat. Was sind Ehen gespielt? Was sind Ehen gespielt? Liv, es ist für immer nur um dich gegangen, alle anderen sind mir. Alle anderen. Dumm gelaufen, ne? Schade nur, dass man sich ein einzelnes Leben nicht aufpixen kann. Schade, dass er immer auch andere Tanten hat. Lass mich sehen. Vielleicht hat er einen Mann. Man sieht nur die Tiefe. Man sehen wir nicht. Ich gebe dir alles, was Papi ist. Aber erst immer. Ich habe bereits alles, was ich haben will. Will ich gar nicht. Ich aber noch. Und das Leben. Das wollte ich auch lernen. Mit. Wirklich nur die Dinge, die man sieht. Bei dem Konzert. Du hast dieses Scheißkonzert niemals gesehen. Du bist ein verlorenes Lied. Aber du liebst mich nicht. Ich kann mir nicht dein Leben lohnen. Liebst du meine Noblesse, meine Champagnerfest, meine Musik, meine ausverkauften Säle Bassenau? Ich habe das Konzert gesehen, Liv. Ich war 6. Und du hast Bach gespielt. Und am 15. November war das, ich erinnere mich noch. Und in der ersten Reihe, da wirst du... Halt die Klappe! Du kannst dieses Scheißkonzert nicht gesehen haben. Ich war da. Und was? Und ich habe dich gesehen. Und ich weiß, dass du ein schwarzes Kleid trugst. Ich weiß, dass du am Ende, als du dich verbeugt hast, einen kurzen Blick ins... Ich habe noch nie so etwas Schönes gehört. So wie ein Flug. Über tiefe Schluchten. Nein, ich habe eine Idee. Du wirst mir jetzt deine Liebe beweisen. Und dann bekommt die Gewinnerin ein riesengroßes Geschenk. Alles. Du darfst dir alles aussuchen. Dein Schwertspielchen neigt sich am Ende zu. Da muss man dich doch freuen.
Nichts. Ganz ruhig. Du bekommst die besten Verträge, ich kann nicht. Du bekommst alle Auftritte, die du haben willst. Alles, was du willst. All meine schwarzen Kleider. Ich werde dafür sorgen, dass Simon dich in der Repetition nimmt. Sie ist auch. Sie wird alles für dich tun. Und dann kannst du mit deinem Rebell um die Welt reisen. Aber erst gehen wir wieder. Wenn wir dich mit mir hinsetzen, dann spielen wir unsere Lieblingsspiele. Wir spielen unsere Wahnsinnsmusik. Wir spielen zusammen Theater. Wir spielen so, als wäre es unsere letzte Begegnung mit uns. Und wenn du zu Ende gespielt hast, schneidest du mir den Zeigefinger ab. Wenn du mich liebst, wirst du es tun. Dann schneidest du mir den Mittelfinger. Dann können wir da. Liz! Ja, so machen wir es. Komm jetzt. Wenn du nicht willst, sind wir weg. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich träume manchmal. Es ist immer besser dort, wo man nicht ist. Und so ist es auch, wenn ich schlafe. Und ich freue mich, dass ich lange schlafen kann. Vater sagte einmal, dass wir all unsere Gefühle verausgabt hätten, bevor wir überhaupt zu einer Familie wurden. Und nun seien wir alle drei leer. Ich finde, er hat recht. Es tut mir nicht leid, aber ich freue mich, dass es bald ruhig wird. Um mich, um uns. Sie hat solch weiches Haar, man kann sich daran verlieren. Und das Lächeln. Nie habe ich so viel Leben in einem Menschen gesehen.
Sie arbeitet in der Kantine. Was für eine Schande, wenn man all die Missgeburten, die sie bedient, ansieht, inklusive mich. Ich rede manchmal mit ihr, sie schweigt und hört mir zu. Ich nehme manchmal ihre Hand in meine. Sie ist die beste Zuhörerin der Welt. Lore. Manchmal erinnert sie mich an Mutter. Es ist 15 Jahre her, da saß sie in diesem beschissenen, karitativen Konzert für arme Kinder. Da hat sie wohl beschlossen, Liv Stein zu lieben. Als ich es hörte, habe ich einen Brechreiz verspürt. Da hat sie auch mich gesehen. Ich weiß nicht viel, sie redet ungern von sich. Und ich stelle Vermutungen an. Sie sagt, es gäbe nicht viel zu berichten. Aber das glaube ich nicht. Sie spielt wie Mutter. Aber nein, nicht wie sie. Sie vergisst nicht die Welt um sich. Sie schaut sie an. Sie redet mit ihr. Ich glaube, sie ist arm. Wenn sie ihre Schicht in der Kantine beendet, dann schwebt sie durch die leeren Korridore, findet ein leeres Zimmer, in dem ein Klavier steht und spielt. Ich beobachte sie schon seit Monaten. Sie ist das Schönste, was einem passieren kann, was mir passiert ist. Und dann irgendwann, als sie ihre Scheu überwunden hat, fängt sie an, von Mutter zu reden. Und man sollte sie dabei hören. Man hat das Gefühl, alles Schöne und alles Glück ist in diesen Worten vereint. Und wie ich sie darum beneide, um diese unverkäufliche Glut, um diesen Glauben. Ich fasse manchmal ihre Handgelenke an und sie bekommt eine Gänsehaut. Ist das nicht erstaunlich? Ich kenne niemanden, der eine Gänsehaut bekommt, nur weil er fühlt. Und ich werde sie verkaufen. Ich werde sie ihr überlassen. Ich werde sie zu dem machen, was sie so sehr begehrt. Zu einer Kopie von ihr. Sie weiß nur nicht, was es bedeutet, sie zu sein. Aber ich vermute, wenn sie es herausgefunden hat, ist es mit der Gänsehaut vorbei. Sie wird Erfolg haben. Am liebsten würde ich sie heiraten und ihrer Musik lauschen, ihre abstehenden Härchen an den Armen streicheln, aber ich kann nicht. Dafür bin ich wohl zu sehr ein Stein. Ich kann das nicht. Auch wenn ich sie andauernd mit Geschenken überhäufe, ihr nachsteige, sie zum Essen einlade, nur um das Strahlen ihrer Augen zu sehen, ihre Freude, ihre Begeisterungsfähigkeit. Aber ich kann sie nicht lieben. Und so soll sie ruhig sie ersetzen, ihr alles nehmen, denn sie wird eines Tages besser sein als sie, wenn sie sich nur ihrer annimmt. Und irgendwann wird sie alles vergessen, was mich an ihr so begeistert. Dritte Woche. Wir üben Sex. Sie hat Angst, aber es wird besser. Ich verspreche ihr immer noch, dass sie es nie anwenden muss. Weder bei ihr noch bei Papa. Aber sie wird es anwenden. Vierte Woche. Wir reden über Lügen. Das ist das Wichtigste bei Familie Stein, sage ich ihr. Wir basteln an ihrer Biografie. Internate, Schauspieler als Eltern, Nachname? Etwas Poetisches passt zu ihr. Levin, wo man sich über die Abstammung nicht sicher ist. Ich erzähle ihr von all den Komponisten. Sie soll Rachmaninow vorschlagen, wenn sie da ist. Oder Chopin. Sie wirkt sicher. Sie fragte neulich nach Papa. Ich habe erzählt. Manchmal tut etwas so weh, ich weiß nicht was. Ich frage mich, was passieren würde, wenn sie es doch nicht durchziehen kann. Man wird ihr wehtun. Sie werden sie zerstören. Aber zu dem Zeitpunkt wird sie zu sehr meiner Mutter gleichen, als dass sie es zulassen wird. Sie wird zurückschlagen, sie wird... Wir haben ein Klavier gekauft. Für sie. Ihre Augen strahlen.
Ich werde es in die Stadt liefern lassen. Morgen fahre ich schon. Immer weniger Schlaf und immer mehr Schmerzen. Wie viele Wochen ich wohl noch bei Mutter liegen werde? Gestern weinte Lore. Lore Levin. Ich bin fast glücklich. Sie wird abwarten, bis ich verschwunden bin. Ich habe sie schwören lassen, keine Blumensträuße zur Beerdigung. Nichts. Sie wird auftauchen, wenn von mir nur noch gerahmte Fotos als Siebenjähriger übrig geblieben sind. Sie weint. Ich versuche, sie zu trösten und staune über diese Gefühle. Ich lasse ihr Geld da. Müsste einige Monate reichen, dass sie üben kann, dass sie einmalig ist, wenn sie an unserer Haustür klingelt. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich ihr Gesicht nicht sehen kann in 2 Jahren, wenn sie Rachmaninow spielt und meine Mutter im Zuschauersaal sich die Finger blutig beißt, aus Wut, aus Hass. Ich sterbe.